Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner YouTube-Kita-Talks. Mein Name ist Anja Kanzler, ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für pädagogische Fachkräfte in Kita und Kindertagespflege. Mein heutiger Gast ist Sabrina Djogo und unser heutiges Thema ist die Eingewöhnung in der Peer Group. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sabrina. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und am besten stellst du dich vielleicht einmal gerade selbst vor. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Sabrina Djogo. Ich arbeite als Kindertagespflegeperson, betreue bevorzugt Kinder im U3-Bereich, habe aber auch Kinder, die schon in die Schule gehen. Außerdem arbeite ich noch als Märchenerzählerin und als Buchautorin. Ja, wunderbar. Ja, unser heutiges Thema ist die Eingewöhnung in der Peer Group. Ich selbst bin ungefähr vor 3,5, 4 Jahren das erste Mal mit dem Modell in Kontakt gekommen. Es war im Rahmen einer Fachtagung, wo eine Kita-Leitung ganz begeistert davon erzählte und ja, dann halt auch einen kleinen Vortrag dazu gemacht hat. Und mich hat das so begeistert, dass ich also von mehr oder weniger Sonntag auf Montag nachts mich noch hingesetzt habe und mein komplettes Fortbildungsmodul Bindung und Eingewöhnung für die Fachkraft für Frühpädagogik einfach umgestrickt und umgeworfen habe. Und ja, dann das Glück hatte, eine Kollegin zu finden, die einfach auch so angetriggert war von diesem Eingewöhnungsmodell, die gesagt hat, jo, das ist es, das möchte ich mit meinen Kollegen ausprobieren, ihr Team überzeugt hat und dann tatsächlich das also auch als Abschlussthema für die Fachkraft Frühpädagogik für sich halt gewählt hat. Ja, und daraus sind dann für mich so in diesem Dialog mit der Praxis nach und nach Seminare entstanden. Jetzt halt vor kurzem dann auch ein Online-Seminarformat, was ich das erste Mal dazu gegeben habe. Und da sind wir zwei uns tatsächlich begegnet. Und wie du mir dann im Nachhinein gestanden hast, gab es da so ein Aha-Erlebnis für dich. Ja, ein ganz Unbedeutendes eigentlich. Ich habe einfach nur festgestellt, dass diese Art der Eingewöhnung einen Namen hat, weil ich von Anfang an genau so eingewöhnt habe, aber nicht wusste, dass man es so nennt. Genau. Ja, das heißt, wie lange bist du jetzt schon mit dieser Form der Eingewöhnung unterwegs? Schon seit 2012 tatsächlich. Also 2011 habe ich mit einem Kind gestartet, da kann man das natürlich gar nicht umsetzen. Und als dann 2012 die weiteren Kinder hinzukamen, habe ich das immer so gemacht. Wie bist du da drauf gekommen zu sagen, ich möchte die Kinder als Gruppe in der Gruppe eingewöhnen? Ich finde es sehr bereichernd, wenn man Kinder, die gleich alt sind und auch deren Mütter sind es ja tatsächlich überwiegend, die die Eingewöhnung machen, zusammenbringt. Weil die Kinder sich gegenseitig ganz viel geben in dem Alter, was man als erwachsene Person gar nicht auffangen kann. Und die Mütter sind viel entspannter. Also die finden ganz schnell ins Gespräch, haben generell immer die gleichen Themen, weil die Kinder ja auch im gleichen Alter sind. Und es entsteht eine wunderschöne Bindung und ein ganz schnelles, sehr frühes Gruppengefühl. Ja, jetzt baut sich ja diese Eingewöhnung in der Peer Group so mehr oder weniger auf 7 Säulen auf. Jetzt im Kita-Bereich käme da ja im Prinzip noch das Team hinzu. Ich verstehe schon richtig, dass du alleine arbeitest. Ja, ich bin alleine. Ja. Genau. Ja, weil ich finde es auch nochmal sehr schön, dass man an dir auch so wunderbar sehen kann, dass es auch alleine gehen kann. Also das ist so oft auch dieses Infragestellen, wie sollen wir das also dann auch organisieren und regeln. Und ich sag mal, in dem Ursprungsmodell für die Kita steckt ja auch drin, dass man sagt, okay, wir gucken mal, dass es auch 2 Leute sind, die das eigentlich begleiten. Und einfach auch zu sehen, es funktioniert auch wunderbar, wenn es erstmal eine Person ist, die das intensiv begleitet. Ja, die 7 Säulen, wie gesagt, einmal das Team, aber dann halt auch du als Eingewöhnungspädagogin, die Eltern, das einzelne Kind, die Kindergruppe.
Und dann natürlich auch, was finde ich auch immer wieder in der Eingewöhnung gerne unterschätzt wird, ist nochmal das Material und der Raum, die dann ja auch nochmal so besonders gestaltet sind. Wie setzt du das konkret in deiner Praxis um? Bei uns ist es in der Regel so, dass die Eingewöhnungen immer im Sommer stattfinden, wenn der Wechsel ist, weil unser Platzangebot ja auch begrenzt ist. In der Kita können ja auch schon mal Kinder zwischenzeitlich reinrutschen. Das ist bei uns eher die Ausnahme. Und so fällt meine Eingewöhnung eigentlich immer in den Sommer, in die wunderschöne Jahreszeit, so dass ich das draußen mache, bei mir im Garten. Ich baue dann ein Zelt auf, einen schönen Tisch. Es gibt immer Kaffee und ein schönes großes Frühstück. Und dieses Jahr war es auch so Corona-bedingt, dass sogar die Geschwisterkinder der neuen Eingewöhnungskinder dabei waren. Also wir waren wirklich eine sehr schöne große Gruppe und die Kinder haben zusammen gegessen. Und ich lasse die mit ihren Müttern tatsächlich zusammen und bin meistens auf dem Spielplatz und spiele da auch mit den Kindern, die schon möchten. Und dann sieht man, wie immer mehr Kinder von ihren Mamas weggehen und dann zu mir auf den Spielplatz kommen und sich annähern. Das heißt also, du lässt den Kindern auch so ein Stück weit diese Zeit, die sie brauchen, um sich das erstmal anzugucken, auch aus der sicheren Basis der Mutter oder des Vaters anzuschauen und dann halt so im eigenen Tempo auch zu dir kommen zu können und sich der Gruppe zuzugesellen. Ja, also es ist auch meistens so, dass gerade am ersten Tag die Eltern mit mir auf diesen Spielplatz gehen und sich dann erst in den Folgetagen langsam zurückziehen auf diese Wiese, sich an den Tisch setzen und es sind aber wirklich nur 3-4 Meter. Also Blickkontakt ist immer möglich. Aber ich finde es viel schöner, wenn die Kinder von selbst auf mich zukommen und mit mir interagieren möchten. Mhm. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, hattest du das auch schon mal, dass, also in dem Modell steckt ja dann auch drin, dass irgendwann die Eltern sich das erste Mal verabschieden? Und wie praktizierst du das in deiner Praxis? Ja, also das wird auch immer vorher mit den Eltern besprochen. Ich mache das allerdings nicht, wenn die da sind und auch nicht während des Bringens und des Abholens. Also wir haben immer danach Einzelgespräche in Form von Gruppengesprächen, sodass alle immer auf dem gleichen Stand sind. Und nach Absprache, wenn auch die Eltern das Gefühl haben, ja, wir sind jetzt auch so weit, weil man gewöhnt ja auch immer die Eltern mit ein. Das muss man ja an der Stelle jetzt auch mal ganz klar sagen. Dann verabschieden wir uns von denen erstmal für einen kürzeren Zeitraum, wo die dann den Garten auch verlassen oder wir sogar den Garten verlassen mit unserem Lastenfahrrad und so die erste Trennung herbeiführen, die aber wirklich zeitlich begrenzt ist. Aber auch da alle Kinder gleichzeitig. Also alle Eltern verabschieden sich von ihren Kindern und die gehen dann tatsächlich. Ja. Und du hast auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut funktioniert oder hattest du auch schon Situationen, wo es dann einem Kind trotzdem noch schwerer fiel? Also ich sag mal, grundsätzlich reagiert ja jedes Kind anders und manche schaffen schon sehr früh deutlich mehr Zeit und andere weniger, aber auch da reagiere ich immer sehr flexibel drauf. Also ich bereite die Eltern auf alle Möglichkeiten vor und bitte da auch darum, mir in dem Punkt einfach zu vertrauen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kind schon mit der Zeit am Limit ist, dann wird das auch etwas eher abgeholt. Und die, die aber gerne schon länger bleiben möchten, die dürfen das natürlich. Weil ich habe auch oft Geschwisterkinder, die von Geburt an zu mir kommen, wenn die größeren Geschwister abgeholt werden und die haben natürlich schon eine ganz andere Basis, weil ich habe die als Neugeborene schon auf dem Arm gehabt und dass die dann nicht ganz so viel Zeit brauchen, ist wahrscheinlich auch verständlich. Ja, ja. Du, das kenne ich aus der Kita tatsächlich auch, dass manches Mal die jüngeren Geschwister dann einfach auch schon ein Stück den Kontakt und auch den Bindungsaufbau der Beziehungsaufbau ist ja korrekter an der Stelle,
auch schon ein bisschen ja, vorgeholt haben an dem Punkt. Ja. Und trotzdem ist es immer noch mal was anderes, wenn sie dann selber wirklich auch bleiben. Ne? Also ja. Ich glaube, manchmal sind wir auch sehr überrascht, wie unerwartet dann das ein oder andere Kind trotzdem reagiert, Ja. weil es dann, ich sag mal, einfach ernst wird. Ne? Ja, das ist auch tatsächlich so. Aber die Erfahrung machen auch meistens die Eltern. Also ne, gerade wenn jemand sagt, ah, total locker, das wird ganz einfach, dann sage ich immer, ja, lass uns trotzdem mal gucken. Mhm. Weil die sind immer für Überraschungen gut. Für wie lange bleiben die Kinder am Anfang mit den Eltern? Die ersten Tage meistens so 1,5 Stunden, wobei wir das wirklich spontan entscheiden. Also wenn man da schon ganz schön im Spiel ist, dann dürfen es auch gerne 2 Stunden werden. Aber dann ist tatsächlich ein Cut und dann gehen die auch, weil ich schon möchte, dass das auch ganz bewusst ist. Das Kommen und auch das Verabschieden, das wird immer recht kurz gehalten. Also zumindest das Kommen, wenn die Eltern dann auch irgendwann gehen. Das wird jetzt nicht künstlich in die Länge gezogen. Mhm. Okay, ja. Also auch schon so ein bisschen mit Ritualen, dass, ja. Dass sich auch so ein Stück weit schon einspielen kann. Richtig, genau. Und die Rituale, die werden auch immer mehr. Also je nachdem, inwieweit wir die Zeiten erweitern, kommen die Rituale dazu, die sich auch immer jeden Tag wiederholen, sodass die Kinder wirklich ein ganz schönes Zeitgefühl auch für unseren Tagesablauf bekommen. Okay, und was ist so dein Erfahrungswert, ab dem wievielten Tag du das erste Mal deinen Eltern auch sagen kannst, so jetzt könnt ihr schon mal für wie lange auch immer einmal gehen? Ja, ich rechne das gar nicht in Tagen, ich mache das tatsächlich in Wochen. Also bei uns ist es in der Regel die 2. Woche schon. Mhm. Wobei ich aber den Start der 2. Woche gerne die Eltern nochmal mit dabei habe, weil ja dann das Wochenende dazwischen liegt. Und ich finde, das wirft einen nochmal so ein bisschen nach hinten. Dann schauen wir immer an den Montag und an den Dienstag, wie die Kinder reagieren. Und dann ist es aber eigentlich, wenn es emotional also machbar ist, dann trennen wir ab da. Mhm. Okay. Und hast du da auch so einen Erfahrungswert vom ersten Zeitfenster? Wie lange Eltern dann so das erste Mal sich verabschieden? Ja, wir machen meistens 1/2 Stunde tatsächlich schon, weil wir uns dann aber auch an einer anderen Stelle entweder wieder treffen, also zum Beispiel den Spielplatz um die Ecke, wo ich dann mit dem Fahrrad schon hinfahre und die Eltern zu Fuß dahin kommen, oder aber die bleiben im Garten sitzen am Tisch. Und ich gehe tatsächlich mit den Kindern und fahre eine Runde und komme dann wieder zurück. Mhm. Ja. Spannend. Genau. Ja. Das klingt total. Ich würde gerne bei dir Mäuschen spielen. Ja. Wie machst du es dann, dass die Kinder so langsam in den Tagesablauf hineinwachsen und dann auch deine Innenräume kennenlernen? Ja, das ist ja immer ganz spannend, weil die Innenräume haben die meistens nur beim Kennenlernen einmal gesehen. Und wir sind ja tatsächlich im Sommer bevorzugt draußen. Und in der Regel ist das so gar kein Problem, weil es total spannend ist. Dann baue ich im Vorfeld schon was auf, sodass der Raum sehr ansprechend ist, wenn die Kinder reinkommen und eigentlich direkt darauf zustürmen wollen und alles ausprobieren wollen, was vorhanden ist. Und das ist in der Regel auch der Moment, wo man die Zeiten sogar noch mal etwas anheben kann, wo die Kinder alleine sind, weil die dann total abgelenkt sind und einfach super gerne spielen möchten mit diesen ganzen neuen Eindrücken. Ja. Wie erlebst du das Miteinander in der Gruppe? Unheimlich offen. Die Mütter oder auch Väter, wenn welche da sind, sind so schnell im Gespräch und auch auf einer schönen Sprechebene sehr vertraut miteinander. Und ich finde, das merkt man auch den Kindern an. Also wenn die sich dann teilweise auch treffen zum, ja komm, wir bringen gemeinsam, weil das mache ich auch immer, dass die Kinder zusammenkommen, damit die ersten
vertrauten Händchen dann schon nacheinander greifen können und die kommen dann zusammen über die Türschwelle rein oder beim Abholen dann auch, dass nicht nachher ein Kind alleine noch warten muss. Also da appelliere ich immer an die Eltern, dass die wirklich pünktlich sind oder sich auch vor der Tür treffen und dann tatsächlich zusammenkommen, damit alle Kinder ganz glücklich kommen und gehen können. Mhm. Ja, und die Kinder untereinander sind natürlich gerade am Anfang ja noch etwas zurückhaltend. Also die probieren sich ja aus erstmal und beobachten viel. Es gibt dann welche, die schon ganz schnell ins Spiel finden und die anderen animieren mitzumachen. Andere sind sehr ruhig und beobachten erstmal nur oder wollen auch auf dem Schoß schmusen und noch gar nicht so viel selber machen. Das ist ja wirklich unheimlich unterschiedlich. Ich verstehe aber richtig, dass diese gemeinsamen Bring- und Abholzeiten erstmal für die Eingewöhnung gelten und dass das dann flexibilisiert wird, oder? Wie spielt sich das bei dir ein? Flexibel in einem gewissen Rahmen. Also bei mir wird gebracht in einem bestimmten Zeitfenster und auch abgeholt in einem bestimmten Zeitfenster. Also das finde ich schon wichtig, weil ich glaube, dass es für das Kind, was zumindest beim Abholen wirklich als letztes warten muss, dann darf es auch nicht zu lange sein. Mhm. Wenn es viermal klingelt, aber es ist nicht die eigene Mama, dann wird es schwierig. Mhm. Wie alt waren die jüngsten Kinder, die du bislang danach eingewöhnt hast? 6 Monate. 6 Monate? Ja, genau. Das sind die jüngsten gewesen. Weil das sind ja immer so die Fragen, die kommen ganz gerne auch, sag ich mal, in den Seminaren. Ist das denn überhaupt schon mit einem Kind von 6 Monaten möglich? Ja, doch. Ja. Also auch in Kombination, weil auch die Kinder, die 6 Monate alt waren, wurden ja nicht alleine eingewöhnt. Da waren ja dann trotzdem in dem Moment 3 oder sogar einmal 4 andere Kinder noch dabei. Mhm. Ja, weil es kommt ja auch, also gerade bei uns in der Kindertagespflege kommt es oft vor, dass alle 5 Kinder in den Kindergarten wechseln, wenn die grundsätzlich das gleiche Alter haben, ist das in der Regel so. Mhm. Ja. Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen Vorteile für die Kinder und auch so das schon mal so ein bisschen angesprochen, ja, was auch so die Vorzüge für Eltern sind, dass sie sich da so auch als Gemeinschaft erleben können. Ja. Und hast du schon mal aus der Kita in irgendeiner Form Rückmeldung bekommen, dass wenn die dann gemeinsam in die Kita kommen, dass die den Übergang auch nochmal anders bewältigen? Ja, es ist sogar so, dass die Verbindung natürlich, wenn die Kinder so früh schon zusammen in der Kindertagespflege bei mir sind, dass viele Eltern auch versuchen, die gemeinsam in eine Gruppe in den Kindergarten wechseln zu lassen, was teilweise auch funktioniert. Und dann habe ich mit den Kollegen aus dem Kindergarten, bin ich auch im Austausch, weil also das Örtchen, wo ich wohne, ist jetzt auch nicht ganz, ganz riesig, so dass man sich eigentlich ganz gut kennt und austauscht. Und die haben schon gesagt, die kamen rein als eine Mannschaft. Also da war es auch wirklich für die anderen Kinder erstmal schwer, da mal anzuknüpfen. Die wollten das erste halbe Jahr nur unter sich bleiben. Ja, aber die haben gesagt, natürlich, wenn die den Tagesablauf schon kennen, die wissen, wie man Frühstück macht, auch das Mittagessen. Also die haben einfach bestimmte, den Morgenkreis, ein gewisser Rhythmus ist ja schon da. Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Was würdest du Kollegen und Kolleginnen bei der Einführung und Umsetzung so dieses besonderen Modells mit auf den Weg geben wollen? Also worauf sollten die Kollegen und Kolleginnen auch achten? Ja, ich denke, grundsätzlich muss man bereit sein, zumindest am Anfang, den Tagesablauf etwas neu zu strukturieren, weil man braucht viel mehr Zeit und auch viel mehr Absprachen. Also ich bin ganz viel mit den Eltern im Austausch, natürlich immer, wenn die Kinder nicht da sind. Und das ist natürlich auch ein erhöhter Zeitaufwand, den ich mir dann mache. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, also so transparent wie möglich zu arbeiten und auch ganz klar zu sagen, vertrau mir, wenn es nicht geht, ich rufe dich an. Also gib mir ein paar
Vorschussvertrauenslorbeeren sozusagen. Ja, und es ist einfach zeitaufwendig und auch natürlich emotional. Man muss die Ohren aufhaben, man muss mit offenen Augen gucken. Und wenn da so 5 ganz kleine Menschen sind, da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und einfach Zeit. Also ich glaube, Zeit ist so das Wichtigste. Ja. Ja. Und beobachten, 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 ja, was ich raushöre. Ne? Also wirklich auch. Ja. Und ich glaube auch den Kindern den Raum zu lassen, dass sie miteinander spielen können. Also. Ja, also sowas wie, wir haben normalerweise Spielgruppe einmal die Woche oder einmal die Woche ein größeres Frühstück mit Kollegen. Und das sind alles Sachen, die in den ersten Monaten überhaupt nicht stattfinden. Mhm. Also das wird so ganz langsam peu à peu, weil wenn ich mich mit einer anderen Kollegin treffe, sind es direkt 10 Kinder. Und das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Das wird alles ganz langsam aufgebaut. Also in der Regel auch erst Januar, Februar. Dann kann man sagen, da sind die Kinder so richtig, richtig, richtig angekommen. Das dauert schon ein bisschen. Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, weil das ist ja auch ganz oft Thema, jetzt ganz unabhängig von den Eingewöhnungsmodellen. Ob jetzt das Peer-Group-Modell oder ob das Berliner Eingewöhnungsmodell oder München Eingewöhnungsmodell, also dieses, sich nochmal bewusst zu machen, Eingewöhnung braucht einfach Zeit. Ja. Ja, also das ist so. Und das ist nicht mit den ersten 4, 8 Wochen getan, sondern ich finde es sehr schön, dass du gerade eben sagst, ja, und eigentlich so zum Tagesablauf können wir ab Januar schreiten. Ja. Das ist ja auch das, was ich finde, was man in der Praxis immer wieder gut beobachten kann, dass dann an der Stelle ja die Gruppe sich auch so gefunden hat, dass es dann auch ja, einfach anderes auch möglich ist, ja, und dann die Öffnung nach außen auch stattfinden kann. Richtig, also. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich denke, ja, das ist gerade bei den jüngeren Kindern ja auch nochmal ausgeprägter an der Stelle. Ja, ich finde, die müssen erstmal ein eigenes Wir-Gruppengefühl entwickeln und auch wissen, okay, ich bin die Tagespflegeperson und wir gehören zusammen, so wie wir hier immer unterwegs sind. Ja, und am Anfang braucht man die müssen, wenn wir auch über die Straße gehen zum Beispiel, oder wir brauchen ja ganz andere Rituale am Anfang, weil ich ja mit den Kindern tatsächlich alleine bin. Mhm. Und das muss alles erstmal verinnerlicht sein und wirklich funktionieren. Und dann kann man noch mehr hinzunehmen. Ja. Ja. Gibt es irgendwas, was du gerne noch abschließend zu dem Thema sagen möchtest? Ich finde, es ist für die Altersgruppe und auch für die Familien die schönste Art der Eingewöhnung, weil erfahrungsgemäß ganz, ganz tiefe Freundschaften daraus entstehen, die wirklich über Jahre anhalten. Also ich bekomme ja im Sommer meistens Bilder von den Einschulungen und die sind ganz oft tatsächlich zusammen. Also die sind bei mir, seitdem die ganz klein sind, gehen zusammen in den Kindergarten, dann zusammen in die Grundschule. Die Eltern haben bis heute regelmäßig Kontakt, also es ist einfach etwas, was bleibt. Ja, ja, ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das ist etwas, was bleibt. Und ich denke ja gerade dieses Thema Freundschaften. Es wird immer so unterschätzt, dass auch jüngere Kinder schon den Grundstein für Freundschaften legen, in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen und miteinander in Kontakt kommen müssen. Ja. Und ja, das ist etwas, was bleibt. Liebe Sabrina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aus deiner Praxis zu berichten. Ich finde, das ist so, du bist so eine richtige Mutmacherin, sich auf diesen Weg zu geben, begeben und ja, vielleicht auch einfach mal neue Wege auszuprobieren und ja, die Kraft der Peer Group auch zu nutzen. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön.